So, einen schönen guten Morgen. Oh, mein Mikrofon brauche ich noch. So. Jetzt aber. Ich sehe, ich habe noch keinen Ton hier. So, schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen heute hier zum Webinar Live-Marktanalysen. Täglich neue Handelsideen präsentiert von Tickmill. Ich hole mir gerade noch den Facebook-Chat rein. Ha, da geht's schon los, alles klar. Super, Olaf, Mio, Ludger, hi, hallo, guten Morgen. So, die Übertragung über Zoom sollte auch wieder sauber funktionieren. Da gab es wohl ein Problem mit dem Login die letzten Tage. Das ist definitiv gelöst. Von daher ja, freue ich mich, dass wir heute wieder zusammen sind, den letzten Tag der Woche. Nächste Woche verbringen wir ja noch zusammen. Und dann schauen wir doch mal, was aus den Setups von gestern geworden ist und was wir für heute so auf der Uhr haben. Wie immer natürlich vorher kleiner Risikohinweis, ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Chancen auf der einen Seite, Risiken auf der anderen Seite. So ist leider das Traderleben. Deswegen tradet bitte nur, wenn ihr von Handelsideen überzeugt seid. Und das, was ich hier heute zeige, ist eben rein meine subjektive Meinung, ist keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Okay, den Blick auf den Kalender, den haben wir im Prinzip jeden Morgen, dementsprechend auch heute. Und ich glaube, hier fällt sofort auf, wir haben heute Einkaufsmanager-Index-Tag. Jetzt um 8 Uhr haben wir schon gekriegt, Einzelhandelsumsätze Großbritannien. Entschuldigung, was im Hals hier, muss man einen Schluck trinken. Und ansonsten 9:30 Uhr Einkaufsmanager-Index Deutschland, 10 Uhr Einkaufsmanager-Index Europa, 10:30 Uhr Einkaufsmanager-Index Großbritannien und 15 Uhr 45 Einkaufsmanager Index USA. Kann je nachdem, wie die ausfallen, zu Bewegungen führen. Wenn sie ungefähr so ausfallen wie erwartet, dann wird da nicht viel passieren. Dafür ist es dann auch nicht wichtig genug. Sollten wir da allerdings stark negative Überraschungen sehen, dann könnte sich das auswirken, insbesondere aber dann auch auf die Indizes, gar nicht so sehr auf die Währungen. Ja, also von daher denke ich, wir können heute recht gut auftraden, ohne dass wir da allzu viel Rücksicht nehmen müssen auf die Zahlen. Es ist am Ende ja immer so. Ja, wenn ihr euch an die Trendrichtung haltet und die Handelssetups nicht zu eng wählt, nicht zu klein wählt, jetzt nicht unbedingt im Minuten- oder im 5-Minuten-Chart unterwegs seid, dann habt ihr meistens gute Chancen, mit euren Stops in der Trendrichtung dann auch noch vernünftig zu liegen, wenn ihr am Tag von Zahlen irgendwo reingeht. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, was sind das für Zahlen, wenn das jetzt irgendwelche Zinsentscheidungen sind. Oder vielleicht Non-Farm-Payrolls am Anfang des Monats, dann wäre ich da schon ein bisschen vorsichtiger. Aber bei so kleineren Zahlen am Ende haben wir jeden Tag irgendwo Wirtschaftsdaten und das wird über die lange Sicht so aussehen, dass diese Tage mal für euch laufen, dass diese Tage mal gegen euch laufen und am Ende ist es immer das Gleiche, wenn die gegen euch laufen, dann habt ihr euren Stop im Markt, habt die Risiken begrenzt. Wenn die für euch laufen, dann verdient ihr meistens, wenn ihr denn alles richtig aufgesetzt habt, mehr Geld mit den Gewinnern, als ihr mit den Verlierern abgibt. Und von daher ist das dann am Ende auch alles gar nicht so tragisch, auch wenn man da mal ausgestoppt wird. Ja, es ist eh ganz wichtig zu verstehen, dass die Ergebnisse
die ihr erzielt, ja, nicht von einem einzelnen Trade abhängig sind, sondern eben immer über die Summe der Trades. Und das Ergebnis eines einzelnen Trades ist am Ende völlig irrelevant. Ja. Ich weiß, dass es schön ist, wenn man Geld verdient, nach Möglichkeit auch mit jedem Trade, aber das ist in der Realität halt einfach nicht machbar. Okay, dann gehen wir doch jetzt einfach mal in die Charts rein und schauen mal, was gestern so gelaufen ist. Wir hatten ja ganz klar gesagt, ich fange hier mal mit den Indizes an. Wir hatten ja ganz klar gesagt, wenn wir irgendwas kaufen, dann wollen wir am ehesten die US-Märkte kaufen, weil die einfach am stabilsten sind. DAX ist momentan nicht so der Kaufkandidat. Und dann werfen wir jetzt einfach mal einen Blick auf die einzelnen Indizes. Der Dow Jones hatten wir gesagt, mit Abstand der schwächste Kandidat von den dreien, die wir uns aus den USA anschauen. Und das zeigt sich hier auch weiterhin. Die Trendlinie läuft weiter abwärts. Ja, wir haben weiterhin fallende Hochs. Das sieht alles nicht besonders bullisch aus. Das Einzige, was hier wirklich positiv zu bewerten ist, ist, dass die Rücksetzer doch sehr klein sind. Ja, das ist kein großes Retracement, was hier läuft, sondern das sind wirklich kleine Bewegungen. Wenn ich hier mal ein Stückchen zurückfahre, dann sieht man auch sehr gut, wo wir hier hängen. Ja, nämlich hier an diesem alten Hoch. Ja, das ist immer wieder das Level, was ich hier in Magenta eingezeichnet habe. Das wird hier seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jetzt den 10. Tag eigentlich schon verteidigt, seit wir hier drüber gegangen sind. Wir haben gestern einen kurzen Breakout nach unten gesehen, haben sofort wieder stark geschlossen. Das ist im Prinzip auch eine bullische Tageskerze, die hier entstanden ist. Also es sieht am Ende noch gar nicht so schlecht aus. Aber wenn wir eben diese einzelnen Indizes vergleichen, dann sehen wir, das ist der schwächste Kandidat und deswegen ist das auch der Kandidat, den ich zumindest jetzt im Moment für einen neuen Trade am wenigsten bevorzugen würde. Ja, das sah hier in dieser Phase, wo wir so deutliche Aufwärtsbewegungen gesehen haben, sah das ein bisschen anders aus. Ja, hier hatten wir schöne Umschichtungen in den Aktienmärkten, haben gesehen, dass die Marktteilnehmer in den großen Tech-Werten so ein bisschen Gewinne realisieren, das Geld umschichten in andere Werte. Davon hat dann eben hier auch der Dow mit seinen Blue Chips profitiert. Da hatten wir hier durchaus gute Chancen im Dow zu traden, weil der in dem Moment einfach relativ stärker war. Jetzt im Moment ist das ganze Ding relativ schwächer, ja, wie der abwärts führende Trend hier ja auch ganz klar zeigt. Vergleichen wir das Ganze mit dem S&P. Ja, dann sehen wir, hey, S&P, da ist eben die Trendlinie nicht fallend. Ne? Hier sind wir eigentlich immer noch so ganz leicht steigend, obwohl wir uns eigentlich jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tagen mehr oder weniger in einer sehr engen Range seitwärts bewegen. Auch das ist halt nicht so super bullisch, ja, weil einfach das Momentum rausgegangen ist. Und wenn ich mal hier einzeichne, wie typischerweise so ein Trendverlauf aussieht, ich nehme das noch mal ein bisschen größer, ja, dann werdet ihr das immer wieder sehen, wenn ihr mal darauf achtet. Trends, ja, ganz typisch, fangen ein bisschen dynamischer an, dann nimmt zum Ende hin die Dynamik ab und irgendwann kippen wir dann Richtung Abwärtstrend. Ja, und das sind immer die Phasen, wo die Dynamik abnimmt. Das sind immer die Phasen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. So, wenn wir hier ein bisschen zurückfahren, dann finden wir genau wie im Dow auch den Grund, warum wir hier nicht weiterkommen. Im Dow war es im Prinzip dieses alte Hoch hier, auf dem wir uns bewegt haben. Ich hole ihn noch mal kurz rein. Ja, hier dieses alte Hoch. Das ist eben der Unterstützungsbereich im Moment, das Hoch hier aus dem Juni. Gucken wir auf den S&P, dann sehen wir, das Juni-Hoch ist deutlich tiefer als der aktuelle Kurs. Ja, wir sind also hier deutlich weiter gestiegen. Das hat der Dow nicht geschafft. Von daher sieht man auch sofort etwas mehr relative Stärke im S&P. Aber man sieht eben auch, warum wir im Moment hier hängen bleiben. Das ist wirklich schon die gesamte Handelswoche so, dass wir hier das All-Time-High mit diesem starken Widerstandsbereich haben. Und wie stark der Widerstandsbereich ist, das sieht man immer gut daran, wenn man sich anschaut, wenn wir diesen Bereich verlassen haben. Wie stark war die initiale Bewegung? Ja, und die war hier extrem. Ja, und deswegen kann man das hier ganz gut ausmachen,
dass wir hier ein sehr starkes Widerstandslevel haben und von daher war das auch zu erwarten, dass wir nicht einfach so hier durchlaufen. Na, das passt am Ende immer wieder, ja, wenn wir uns diese Level anschauen hier. Ja, sehr starkes Widerstandslevel. Warum? Weil eben die initiale Bewegung hier draus sehr dynamisch war. Und was passiert? Der Markt läuft hier dran, läuft nochmal dran, nochmal, nochmal, nochmal und braucht relativ lange, bis wir dieses Level übersteigen. Und dann kommt das Momentum. Ja, hier das Ganze ähnlich. Zeige ich auch nochmal. Ja. Sehr starkes Widerstandslevel. Warum? Weil die Bewegung, die aus dem Level rausgegangen ist, extrem war. Starkes Momentum, ja. Kräftige Moves, also sowohl hier als eben auch hier. Ja, was ist dann passiert? Na, wir sind hier immer wieder rangelaufen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal. 12 Tage hat der Markt gebraucht, seit er dieses Level erreicht hat, um dann hier durchzugehen. Genau das Gleiche passiert jetzt hier auch wieder. Also sollten wir auch erwarten, wenn wir hier jetzt über dieses Hoch drüber laufen, ja, das wäre das Hoch von vor 2 Tagen und es wäre eben auch das All-Time-High. Wenn wir über dieses Hoch drüber laufen, dann sehen wir wahrscheinlich die nächste Aufwärtsbewegung so bis in den Bereich 3450, 3500 Punkte. Ja. Weil es einfach normal ist. Ja, das geht die ganze Zeit über so. Wenn wir wichtige Widerstandslevel haben, dann braucht der Markt halt einfach eine Weile, bis er da durch ist. Und wenn er dann durch ist, dann ist das wieder die richtige Variante. Okay, ich kriege hier die Nachricht, Zoom geht gerade nicht. Bei mir funktioniert alles. Also da vielleicht, Elena, bitte nochmal checken, was da los ist. Ja. Ah, scheint nicht klappen zu wollen. Gut. Der dritte Kandidat, den wir uns hier mal anschauen, ja, ist der Nasdaq. Beim Nasdaq hatten wir vor 4 Handelstagen gesagt, hey, sauber, wir haben einen Ausbruch gesehen aufs neue All-Time-High, aber direkt jetzt, jetzt bei Facebook der Ton weg, das gibt es doch nicht. Da kann ich aber ehrlich gesagt gar nichts machen. Bei mir läuft alles. Okay, alles klar. Gut, da hatten wir den Ausbruch gesehen hier aufs neue All-Time-High und haben gesagt, hey, direkt am All-Time-High kaufen ist total ungünstig. Also entsprechend gehen wir hier auf die letzte Unterstützungslinie, das ist diese Magentafarben eingezeichnete hier und das ist das Level, an dem wir kaufen wollen. Hat hervorragend funktioniert. Gestern früh sind wir auf dieses Level aufgesetzt, haben von da an eine kräftige Rallye gesehen, neue All-Time-Highs und heute setzt sich das Ganze weiter fort. Von daher war das genau die richtige Entscheidung, hier den starken Kandidaten wieder zu traden, wieder die Long-Positionen im Nasdaq zu nehmen. Und es sieht so aus, als wäre hier tatsächlich vorerst mal kein Ende in Sicht. Ja. Ich zeichne mal den Trend hier ein, den letzten. Ja, das ist also dieser Aufwärtstrend. Und wenn wir uns das Ganze mal projizieren nach oben, ja, dann sieht das so aus. Und da haben wir also hier nochmal deutlich Platz, wenn das noch ein, zwei, drei Tage dauert, so locker bis 12.000 Punkte im Nasdaq, bevor wir hier das obere Ende dieses Aufwärtstrends wieder erreichen. Und es sieht auch danach aus, als wenn das hier weiterläuft. Ja, ich predige das seit Wochen, eigentlich eher seit Jahren, dass Tech einfach das ist, wo im Moment für einen Aktienanleger der Großteil des Geldes reingehört. Ja, das sind die Unternehmen, die brutal schnell wachsen. Und jetzt haben wir einfach die Situation gehabt, dass die Corona-Pandemie diese Entwicklung, die wir ja wirklich seit Jahren schon haben, einfach nochmal verstärkt hat. Wir dann nochmal ein Turbo draufgeschaltet haben und einfach, ja, wahrscheinlich 3 bis 4 Jahre Entwicklung
nicht unbedingt technologischer Natur, sondern Entwicklung in der Gesellschaft Richtung Technologie, Richtung Cloud-Service, Richtung E-Learning und so weiter, dass wir da eben einen weiten, weiten Schritt gemacht haben, der sonst sehr viel länger gedauert hätte. Und auch das ist natürlich für die ganzen großen Technologiebuden absolut von Vorteil. Da ziehen die im Moment ihre Gewinne draus, da holen die ihr starkes Wachstum her und von daher sind diese Bewertungen, die wir hier sehen, auch eigentlich noch gerechtfertigt. Ja. Man muss es sich einfach nur mal im Vergleich anschauen. Ja. Wir gehen mal in den DAO noch mal kurz rein. Ja, und dann schaut ihr euch bitte mal kurz an. Im DAO haben wir hier oben das Februarhoch. Ja, da sind wir noch weit von entfernt, wie man sehen kann. Noch deutlich von entfernt. Ich markiere das gerade mal in Blau. Dann kann man das hier schön vergleichen. Und jetzt gehen wir parallel hier mal in den Nasdaq und schauen uns einfach mal an, wo dieses Februarhoch im Nasdaq liegt, ja, bei 9.760 Punkten und wo sind wir jetzt bei 11.500. Ja. Also wer da noch Fragen hat, wo er sein Geld rein investieren soll, ich glaube, es ist eine ziemlich klare Geschichte. Gut, dann hatten wir auch gesagt, DAX ist im Moment nicht unser Kaufkandidat. Ja, der ist einfach weiter schwach hier. Und dazu kommt ja nach wie vor, dass der nicht nur schwach ist, sondern sollte der hier nach oben durchkommen, wartet hier oben halt auch der nächste wirklich große Widerstandsbereich. Ja, wir haben ein Support-Level hier unten in grün eingezeichnet. Wenn man kauft, dann kauft man irgendwo in diesem Bereich. Aber für mich ist der erstmal aus der Liste hier rausgefallen. Ich finde den momentan nicht interessant. Ja. Japanische Yen hatten wir die Bull Flag gesehen, die entwickelt sich auch einfach weiter nach unten. Die japanische Yen, sage ich schon, der Nikkei. Ja, die Bull Flag entwickelt sich hier weiter nach unten. Hier ist also auch noch kein Kaufdrang da. Auch im australischen Index hier nach oben kein Kaufdrang. Wir kommen nicht über diese 6,190 hinaus. Viele europäische Werte sehen sehr schwach aus. Ja, UK, Italy, France, Spain, Stocks, sieht alles schwach aus. Der Swiss hier, der hält sich ganz gut. Der könnte auch nach oben aus dem Dreieck ausbrechen. Aber wie gesagt, die Kaufkandidaten, die liegen hier auf der US-Seite, wenn man sich in den Indizes positionieren möchte. Okay. Ja, Holger hat hier schon geschrieben, British Pound, die Bewegungen sind recht kräftig gewesen. Holger war gut in beide Richtungen unterwegs, hervorragend. Ja, wir gehen mal kurz in den British Pound US Dollar. Ja, da haben wir ja hier immer noch diese Weekly Bull Flag, die interessant aussieht und sind jetzt hier an einem Bereich auf dem Daily, wenn wir uns das anschauen, der eben wirklich wichtig ist. Ja, das ist nochmal dieses letzte kleine Hoch hier, was ein bisschen Widerstand gebracht hat gestern. Also das ist ein Widerstandslevel, da sind wir hier runtergelaufen auf den Support und dann gestern wieder nach oben gedreht. Wenn die Bewegung sich hier heute fortsetzt und wir über 1,3265 gehen, haben wir gute Chancen hier bis 1,35 raufzulaufen. Das also mal im Hinterkopf behalten und als zweite British Pound Währung, die sich hier anbietet, haben wir hier British Pound Canadian Dollar. Der sieht auch schön aus und zwar aus mehreren Gründen. Also ich kann noch mal schnell den Link für für den Trendindikator hier reinpacken, da ist ja auch nachgefragt worden. Den kann ich hier einfach noch mal rausschicken. Da findet ihr diesen Trendindikator hier auch für den MT4 natürlich. Ne? Das ist nämlich jetzt auch wieder eine Situation, die ganz nett ist. Wir haben hier in allen Zeitebenen inzwischen den Trend deutlich aufwärts. Das ist immer eine schöne Situation. Gerade wenn man Breakouts handeln will, ist das eine ganz schöne Situation. Wir sehen diese Bull Flag hier auf dem Weekly. Da sind wir also im Moment dabei zu versuchen, hier nach oben rauszugehen. Der Ausbruch ist noch nicht da. Aber wenn der kommt, könnte das recht dynamisch laufen.
Und zwar hier oben bis in diesen Bereich erstmal, ja, 1,7684 ungefähr. Und wir haben eben hier auf dem Tageschart diese Seitwärtsrange, die hier über mehrere Tage gelaufen ist. Und auch da wäre das hier so ein Ausbruchslevel. Das heißt, dieser Ausbruch aus der Range hier im Tageschart, der würde zusammenfallen mit dem Ausbruch aus der Bullflag im Wochenchart und wäre hier im 4 Stunden im Prinzip diese Trendfortsetzung, wenn wir uns das hier angucken. Ja, wenn wir die Sequenzen einmal hier einzeichnen, dann ist das Ganze hier im Moment A, B, C. Dann haben wir hier im Prinzip ein Doppeltief gemacht. Wir waren zwar einen Tick drunter, das wäre mir in dem Fall aber egal. Haben ein Doppeltief gemacht und jetzt wäre es anzunehmen, dass wir diese Bewegung nach oben weiter fortsetzen. Ja. Auf dem 4-Stunden-Chart haben wir hier mehrere Zielbereiche. Der erste, der liegt hier ungefähr bei 1,7530. Das wäre dieses alte Hoch. Das sind halt dann Bereiche, die auf dem Daily gar nicht so sehr auffallen. Auf dem Daily ist es dann wirklich eher dieses Level hier um 1,7650, was dann interessant ist. Ja. Okay, das also mal zum British Pfund. Das scheint weiterhin stark zu sein. Wir hatten ja vor einigen Tagen auch, ich schaue mal, ob ich es hier drauf habe. Ne, habe ich nicht. Dann gehe ich mal über die Gesamtübersicht hier drauf. Genau, ja, wir hatten hier British Pound, Japanese Yen. Den hatten wir uns hier auf dem Tageschart ja auch angeschaut in so einer kleinen Bullflag. Die ging zu dem Zeitpunkt noch hier runter. So. Und wenn wir das projizieren, ja, dann sieht das Ganze so aus. Das war also hier der Ausbruch aus der Bullflag im British Pound Japanese Yen. Der ist auch vorgestern erstmal kräftig abverkauft worden, hat sich dann aber gestern auch wieder klar erholt hier und hängt jetzt eben wieder. Man sieht das sehr schön hier durch diese Preislinie, die hier im MT4 drin ist, dass wir genau an diesem Widerstandslevel hier wieder liegen. Ja. Ich würde davon ausgehen, dass dieses Widerstandslevel jetzt vielleicht auch in Kombination mit diesem Hoch hier deutliche Dynamik reinbringen könnte, wenn die Bewegung denn nach oben fortgesetzt wird. Ja, und da haben wir quasi als Zielbereiche, na, einmal hier dieses Level, ja, 1,43, und dann haben wir hier nachher oben noch diesen Bereich um 1,46. Ja, das sind die beiden Ziellevel hier für British Pfund, Japanisch Yen. Also, da sehen wir hier ganz klar, wie stark im Prinzip das britische Pfund momentan ist, dass wir in drei verschiedenen Währungspaaren jetzt hier ganz gute Setups drin haben mit dem British Pound. Und da muss man jetzt einfach entscheiden, was man da traden möchte. Es sind also mehrere, die hier ganz interessant sein können. Canadian Dollar, Japanese Yen können wir uns natürlich auch gerne anschauen. Ja, den haben wir hier auch in der größeren Aufstellung drin. Da ist die Situation noch recht unverändert. Wir haben also hier auf dem Weekly einen abnehmenden Abwärtstrend. Ja, der geht hier etwas zurück im Momentum. Warum Abwärtstrend? Naja, wir kommen halt hier von oben. Ne? Wir kommen von oben. Und das ist im Prinzip so die letzte große Trendbewegung. Da haben wir jetzt hier nochmal eine Korrektur gesehen und sind dann hier deutlicher abwärts gelaufen. Also im Prinzip läuft hier noch die Möglichkeit, weiter nach unten zu gehen. Zumindest auf dem Wochenchart. Ja. Allerdings ist es auch so, wenn wir in die kleineren Bewegungen hier reingehen, wir haben im Moment hier eine ABC-Korrektur, die hier gelaufen ist, haben einen Rücksetzer, der eigentlich ganz schön hier in den Bereich dieser alten Hochs gegangen ist. Wenn wir uns die alten Hochs hier anschauen, die Dochte mal wegnehmen und nehmen nur die Kerzenkörper, dann haben wir hier ein ziemlich schönes Retracement-Level. Ja, haben das hier gesehen. Und jetzt könnte sich das Ganze hier weiter nach oben fortsetzen.
Und wir hätten ja auch tatsächlich Platz bis hier oben rein, ohne dass dieser übergeordnete große Abwärtstrend überhaupt gebrochen werden müsste. Ja, also das ist deutlich Platz hier noch zur Oberseite, wenn sich hier ein Aufwärtstrend wieder entwickelt. Und auf sowas kann man durchaus setzen, weil diese Konstruktion, die hier gelaufen ist, diese Chartkonstellation mit dem Hoch, dem Tief, dem höheren Hoch und jetzt hier dem höheren Tief, wirklich positiv aussieht. Ja? Wir haben auch an dieser Stelle hier eine bullische Kreuzung hier in der Stochastik. Das sieht also auch gar nicht so schlecht aus. Wir haben den RSI, der hier klar nach oben tendiert. Sieht also auf dem Weekly zumindest gar nicht so verkehrt aus. Und auf dem Daily hatten wir gesehen, dass wir, wenn wir in die kleine Sequenz auf dem Daily hier reingehen, ja, hier im Moment diese Bewegung haben und hier unten reingelaufen sind in die Supportzone und jetzt hier seit 3, 4 Tagen in einer engen Range seitwärts laufen. Ja, das ist diese enge Range, die wir jetzt hier drin haben im Tageschart. Ich mache die mal in Blau nochmal. Die läuft jetzt hier den vierten Tag und das wäre zum Beispiel jetzt ein Setup, auf das ich hier setzen würde, wenn man denn eine neue Position eröffnen möchte. Ja, der Bruch nach unten wäre nicht interessant, weil wir hier diese ganzen nächsten Unterstützungslevel sofort haben. Der Bruch nach oben wäre durchaus interessant, weil wir einfach hier im Bereich 82 dann so den nächsten Zielbereich hätten. Das können wir uns noch mal kurz in der kleineren Ebene anschauen. Hier auf dem Weekly, auf dem Weekly, in der kleineren Ebene auf dem Weekly. Hier haben wir die Range über den 4-Stunden-Chart. Und im 4-Stunden sehen wir eben auch, dass wir hier in so eine erste kleine Sequenz reinlaufen. Da haben wir aber noch die übergeordnete Abwärtssequenz hier. Das ist diese. Ja, und da sehen wir halt auch, dass wir hier noch abwärts gerichtet sind. Na, haben hier auch eine bärische Kreuzung in der Stochastik. Also durchaus Chancen, nochmal in den Bereich hier unten reinzulaufen, 79,90. Wenn wir hier nach unten wegbrechen, ja, bevor wir hier nach oben rausgehen, hier nach unten weggehen, dann wäre dieses Long Setup für mich auch gestorben. Ja, aber im Moment sieht das Ganze noch ganz okay aus, wenn der relativ zügig wieder hier zur Oberseite dreht, den dann auch auf der Long-Seite zu nehmen. Aber dafür bräuchten wir dann jetzt auch wirklich demnächst die Bewegung. Ja. Okay. So, was habe ich noch auf der Uhr? New Zealand Dollar Swiss Franc finde ich noch ganz interessant. Und zwar einmal kurz das Augenmerk auf den Trendindikator, ja, Wochenchart. Seit Monaten nicht einmal hier in den positiven Bereich gedreht. Ja. Im Tageschart waren wir durchaus hier mal eine längere Strecke positiv, das sehen wir auch. Ne? Das war hier diese Aufwärtsphase. In dieser Aufwärtsphase hat der Trendindikator hier positiv gedreht und ist hier dann in diesem Bereich wieder nach unten gewechselt. Das war ein schönes Einstiegssetup hier, weil das in Verbindung gelaufen ist mit diesem Tief und diesem letzten Tief hier. Das ist auch ein ganz kurzfristiges Short Setup hier. Das ist ein 180. Wir sind also deutlich gestiegen und haben dann am nächsten Tag hier sofort eine Umkehrkerze gesehen, die extrem schwach geschlossen hat. Also immer wenn wir so ein Setup haben, eine sehr starke Kerze, die im oberen Bereich schließt und am nächsten Tag eine sehr schwache Kerze, die im unteren Bereich schließt, ist das Ganze in 180. Das ist ein sehr bärisches Setup. So was haben wir auch hier. Ja, bullische Kerze weit oben geschlossen, danach eine bärische Kerze weit unten geschlossen, geht es die nächsten 2 Tage weiter nach unten. Na, und hier ist es das gleiche Setup. Also das war hier das erste gute Einstiegsniveau für einen Einstieg in den Short. Ja, da sehen wir halt auch, Trendindikator hat hier abwärts gedreht. Der 4-Stunden, der war einmal kurz grün, hat aber auch wieder in die Abwärtsrichtung gedreht und der Stundentrend ist auch abwärts gerichtet. Das heißt, wir könnten hier durchaus
eine gute Chance bekommen, nochmal zu verkaufen. Wir haben hier auch diesen letzten Aufwärtstrend sehr deutlich gebrochen, gehen dann wieder hier in die Abwärtsrichtung. Und das Level, was jetzt entscheidend ist hier auf dem Tageschart, ist im Prinzip dieses hier. Ja, dieses Level. Wir haben hier ein ganz klar dynamisches Zwischentief, haben deutliche Käufer gesehen, die hier reingekommen sind, haben das auch hier wieder gesehen. Wir sind an das Level rangelaufen und sofort sind die Käufer hier reingekommen, haben das Ganze 2 Tage wieder nach oben gedrückt, bis zum letzten Tief. Und jetzt kommt das wieder runter und ein Ausbruch hier unter die Tageskerze von gestern würde im Prinzip auch zusammenfallen mit einem Ausbruch hier unter diese Kaufzone, unter diese Supportzone, die hier drin ist. Wir sehen auch, dass die Stochastik hier im unteren Bereich wieder bärisch kreuzt. Auch das ist negativ. Wir sehen, dass der RSI nach unten tendiert. Das ist negativ. Wir haben eben die Trendindikatoren auf den kleineren Zeitebenen klar negativ. Also hier nach unten würde sich eine Short-Gelegenheit auftun, eventuell bis zu einem Kursziel hier so um 57,50. Ja. Auch hier wieder das Gleiche, wie wir uns schon häufiger angeguckt haben die letzten Tage. Dynamische Bewegungen nach oben würden wir im Nachgang auch eine dynamische Bewegung nach unten erwarten. Ja. Okay. Ja, ihr seht das irgendwie auf allen Zeitebenen immer wieder. Ja, dynamische Bewegung nach oben, dynamische Bewegung nach unten. Dynamisch nach oben, dynamisch nach unten. Ja, das ist in allen Zeitebenen. Dynamisch nach oben, dann kommen wir hier auch kräftig wieder runter. Ja. So, und eben genau das Gleiche ist hier auch gelaufen, dynamisch rauf. Von daher haben wir eine gute Chance, wenn wir da unten durchbrechen, dass wir da auch ein etwas kräftigeres Momentum sehen. Okay. Ich habe, glaube ich, soweit nichts mehr auf der Uhr. Das sollte das gewesen sein. Genau, British Pound, Canadian Dollar, New Zealand Dollar, DAX, Nasdaq. Haben wir uns alles angeschaut. Canadian Dollar, Japanese Yen, Holger haben wir sogar auch drauf geschaut. Und ja, das sollte das dann gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag noch für heute. Wünsche euch ein tolles Wochenende. Erholt euch gut und am Montag sind wir dann in alter Frische wieder um 8:30 Uhr hier. Und werden dann schauen, was denn um 8:30 Uhr für die Woche so zu planen ist und was wir da für tolle Setups finden können. Gut, bis dahin, wie gesagt, euch erfolgreiche Trades, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye.